Hier bin ich. Es sind nur drei einfache Worte. Und doch haben sie enorme Kraft. Viele Jahre des Suchens und Findens liegen hinter den beiden Kandidaten. Mit diesen Worten erklären Wolfgang Erle und Sebastian Fuchs in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg nun ihre Bereitschaft zum Dienst des Diakons. Bischof Bertram Mayer beschreibt den Weg als eine Art Schatzsuche, bei der auch ganz aktuelle Fragen eine Rolle spielen sollten. Wie soll es mit der Kirche weitergehen? Willst du wirklich für eine solche Organisation arbeiten? Was kann ein Priester überhaupt leisten? Gleichzeitig macht er ihnen auch Mut. Die Kirche durchlebt eine historische Zeit. Das ist auch eine Chance. Sie kann unseren Glauben, unser Gottvertrauen vertiefen. Womöglich entdecken wir, dass wir unseren Schatz nicht einmauern und nicht ängstlich sichern sollten. Wir bleiben, was wir sind, auch Sie beide mit der Weihe. Wir sind und bleiben zerbrechliche Gefäße, selbst die Kirche als Ganze. Wir sind weder Schatzmeister noch Schatzkanzler, selbst wenn die Finanzen auch bei uns eine wichtige Rolle spielen. Doch es geht um einen anderen Schatz. Wir tragen den Schatz des göttlichen Glanzes in zerbrechlichen Gefäßen. Warum? Damit das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Lieber Herr Erle, lieber Herr Fuchs, wir können also nichts Besseres tun, als den Schatz zum Strahlen zu bringen. Durch uns, durch Sie beide als neue Diakone. Der Ablauf einer Diakonenweihe folgt nun einem festgelegten Muster. Nach der Bereitschaft, ihr ganzes Leben auf Jesus Christus auszurichten, legen sich die beiden Weihekandidaten als Zeichen der Demut auf den Boden. Doch erst durch die Handauflegung und das Gebet weiht Bischof Bertram Mayer die zwei Männer zu Diakonen. Besonders für Wolfgang Erle und Sebastian Fuchs, aber auch für deren Familien, Freunde und Bekannte, ist dies wohl der bewegendste Moment der Zeremonie. Mit der Umarmung des Bischofs und all der anwesenden Priester ist die Aufnahme in das neue Amt schließlich endgültig besiegelt. Es beflügelt schon. Und das sind so diese Momente, die man auch braucht, damit man auch sieht und das auch spürbar, erlebbar kriegt, dass es doch Menschen gibt, die noch glauben. Und so wie es auch im Lied war, wer glaubt, ist nicht allein. Das ist ja eine schöne Glaubenserfahrung auch. Ach, das Schöne war vor allem, dass ich mich habe fallen lassen dürfen. Und es war so ein Step-by-Step gehen. Also ich wusste immer, was ist jetzt dran, aber was danach kommt nicht. Das war eigentlich ganz gut. Man konnte sich ganz fokussieren und konzentrieren auf eine Sache. Und ich würde sagen, jetzt bin ich gelöst. Das ist gut gewesen, schön gewesen. Es ist gut, dass es jetzt vorbei ist. Die Sache ist gut abgerundet. Und jetzt kann man ins Feststellen übergehen. Diakon, das bedeutet übersetzt Diener, Helfer. Und so werden die beiden neuen Diakone auch weiterhin die Pfarrer in ihren Gemeinden tatkräftig unterstützen. Das Ziel ihrer Priesterweihe haben sie dabei fest im Blick.